Perfect. Wir sind hier im Combo Hip-Hop Kulturzentrum. Das ist eine Einrichtung der mobilen Jugendarbeit der Stadt Karlsruhe in Kooperation mit Farbschall e.V., Verein zur Förderung der Hip-Hop-Kultur und ganz wichtig mit der regionalen Hip-Hop-Szene, mit Breakern, mit Graffiti-Malern und mit Musikern aus dem Hip-Hop-Bereich. Das Haus gibt es seit 2015. Jetzt sind wir im 16. Jahr 2021 und wir hoffen, dass wir hier noch ganz lange Kulturarbeit mit sozialem Background machen können. Das ist hier die Fassade des Combo Hip-Hop Kulturzentrums. Die Fassade hat eine Besonderheit an sich, das ist ein großes Gästebuch. Viele Details auf der Wand sind von Gästen aus der ganzen Welt, unter anderem auch von Gästen aus unseren Partnerstädten, zum Beispiel Krasnodar oder Russland, haben sich Leute verewigt. Die Details auf der Wand verändern sich immer wieder, beziehungsweise es kommen immer wieder Kleinigkeiten dazu. Wenn man mal hier ist, lohnt sich da mal ganz genau hinzugucken, ob da in der kleinen Ecke nochmal irgendwo ein Kürzel oder ein Symbol von jemand ist. Hier haben wir Brutus den Hund, den Harry Bones aus Sabadell nördlich von Barcelona uns hier hingemalt hat. Und hier haben wir die Tochter einiges Karlsruher Rappers, die wurde hingemalt von Gaza, ein Sprüher aus Reus. Reus, der Heimatstadt von Antoni Gaudi. Hier haben wir mehrere Details. Wir haben hier einen Teil von Soja aus Madrid oder hier von Goose aus Russland, aus Krasnodar, Partnerstadt von Karlsruhe, Samu aus Malaga und so weiter und so fort. Hier auf dem Teil der Fassade haben wir auch verschiedene Arbeiten von Vorhaben. Das Eichhörnchen von Hombre aus Mannheim oder der Data-Affe, Data aus Koblenz oder Jar Chaik auch aus Berlin und wie gesagt ganz viele Details und ganz viele verschiedene Menschen. Jedes Symbol, jedes Zeichen ist wie ein Gästebuch ein großes. Graffiti oder Style-Writing muss nicht auch immer auf Trägermaterialien sein, sondern es kann teilweise auch aus Trägermaterialien bestehen. So wie der Combo-Schriftzug oben, der aus Siebdruckplatten ausgesägt ist, den habe ich selber gemacht. Ich selber bin der Baske und bin Karlsruher Graffiti-Street-Art-Macher. Wir stehen hier vor einem Farbregal unseres liebsten Werkzeuges. Wenn man über Graffiti Street Art redet, dann kommt oftmals die Sprühdose ins Bild. Neben der Sprühdose benutzt man aber auch gerne Streichfarben, Malfarben jeglicher Art, Pinsel, Stifte, Feuerlöscher, Marker, Paste-Up, Tapezieren. Alles, was zur Gestaltung benutzt werden kann, wird benutzt bei Kunst im öffentlichen Raum. Graffiti, Street Art, zeitgenössische Kunst, das sind alles nur Begriffe, die versuchen, was einzufangen, was man so nicht genau erklären kann. Das Wort Graffiti kommt eigentlich von Graffitius, abgeleitet aus dem Lateinischen und bedeutet nichts anderes wie etwas auf den Untergrund anbringen. Das weltweit globale Phänomen der Street Art hat eigentlich begonnen mit Graffiti Style Writing in Philadelphia, New York, Ende der 70er Jahre und hat sich wie ein Virus über die ganze Welt gezogen. Malerei generell auf Wänden gibt es seit Urzeiten, ägyptische Zeichen auf Wänden. War das alles schon Street Art? Kann jeder für sich selber sagen. War es auf der Straße? Was ist es denn, wenn ein Bild in einem Park steht? Ist es dann auch noch Street Art? Ist es Park Art oder ist es zeitgenössische Kunst? Also sind alles Begrifflichkeiten, die eine Diskussion anregen. Und alles, was das sein kann, das werden wir eben hier bei dem digitalen Rundgang mit euch erfahren.